Noch einmal der Unfall. Da kommt Terry Butzen quer durchs Feld. Er weicht einem anderen Fahrer aus und dann trifft er offensichtlich einen Audi. Und darin verwickelt in diesen Unfall auch Peter Cox. Das Ganze spielte sich im Mittelfeld ab. Nicht ganz genau zu erkennen, wer diesen Unfall ausgelöst hat. Er wirkt auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich wie der Unfall zuletzt auf dem Salzburgring. Wieder einmal war Zickzackfahren auf der Geraden. Der Auslöser aber Gott sei Dank